Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Ja, wie ihr seht, ich bin gestorben. Warum habe ich das nicht aufgenommen? Nun, es liegt an Folgendem. Ich habe gerade einfach dieses Spiel gestartet und bin direkt auf dieser scheiß Stelle gespawnt. Weswegen ich einfach gestorben bin, ohne das mit... ich bin einfach zu schnell gestorben, ohne das aufnehmen zu können. Und ja, deswegen haben wir jetzt einen Tod mehr. Alter, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, dass man da drauf spawnen kann, wenn man das Spiel einfach nur startet? Sorry, aber... Beim letzten Mal sind wir auf jeden Fall... Hammer die blöde... wir sind jetzt damit bei 54 Toten, müssten das sein. Okay. Also machen wir jetzt weiter. Ich zähle ihn mit. Ich finde es trotzdem total lächerlich. Beim letzten Mal haben wir die große Unheilskönigin besiegt und sind nach oben gekommen, um dort zu einem Schloss zu kommen, das scheinbar in Lava versinkt. Und ja, jetzt wollen wir hier weitermachen. Zumindest würde ich das ganz gerne machen. Und ich denke, ich mache das auch. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch eine andere Sache ganz, ganz flott erledigen, bevor ich das nämlich vergesse. Hallo? Okay. Und zwar möchte ich, wo will ich denn eigentlich hin? Da, in den Wald, zum Kardinalsturm. Und zwar möchte ich dort den Pharos Wahrheitsverkünder einsetzen, bevor ich es einfach wieder vergesse. Jetzt, wo ich ihn schon mal habe und ich weiß noch, dass da auf jeden Fall was war, möchte ich ihn da mal einsetzen. Ja, ihr seht auch, ich habe mein Setup wieder ein bisschen umgesetzt, dass ich jetzt wieder mehr tragen kann. Von daher geht es jetzt weiter. Und ja, während wir da hingehen, möchte ich einfach nochmal eine kleine andere Sache ansprechen, und zwar den guten Pate. So, schießt ihr? Hallo? Den guten Pate, den wir ja jetzt schon zum zweiten Mal getroffen haben, und zwar... Muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja richtig schlau, Freundchen. Ich muss echt lernen, dann nicht weiter zurückzugehen. Und zwar muss ich sagen... Glaube ich irgendwie nicht, dass es so einfach ist, wie ich die ersten Male jetzt... Wow, da kommt ja noch einer. Wie ich die ersten Male jetzt so gedacht habe. Weil ich war ja jetzt so davon ausgegangen, Pate, oh ja, okay, der ist böse. Und der wird uns quasi verraten. Hat er ja quasi in Dark Souls 1 schon gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, kann man die eigentlich benutzen? Ja, Tatsache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Weil es erscheint mir irgendwie zu einfach. Pate, der ist schon in Dark Souls 1 böse gewesen. Jetzt sitzt er wieder jedes Mal vor einer Falle und ein anderer Typ sagt auch noch, dass er ja von Pate verraten wurde. Ich finde, das ist alles irgendwie zu offensichtlich. Vor allem, weil Pate es eben nicht so macht, dass er uns in die Falle schickt, sondern er verrät uns jedes Mal, dass da eine Falle ist und dass er deswegen da nicht reingeht. Jetzt könnte man natürlich sagen, der ist psychologisch einfach so weit fortgeschritten, dass er ja weiß, dass dadurch, wenn du sagst, dort ist eine Falle, dass du dadurch... da unbedingt reingehen willst. Aber das vermute ich mal nicht so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht ist der andere Typ in Wirklichkeit der Böse, weil der hat ja auch gesagt, der wollte Pate irgendwie was antun und wurde dann selbst gefangen. So, dann benutze ich hier jetzt mal den Pharos Wahrheitsstein. Und der macht was? Da. Die muss ich ja kaputt hauen. Ich erinnere mich. Truhen. Ganz viele tolle... Okay. So. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob diese komischen Mimics überhaupt in Metalltruhen sein können, um ehrlich zu sein. Eine Titanitscholle. Oh, die ist gut. Die brauchen wir ja zum Aufwerten. Deswegen, ich bin mal gespannt. Und ein Ring. Dieser Ring bewirkt... Dieser. Dieser Ring ist nach einer schönen grünen Blüte benannt, doch ist sein Glanz schon lange verblasst. Er erhöht die Ausdauer. Den nehme ich. Den nehme ich. Mehr Ausdauerregeneration ist sehr, sehr wichtig. So, ich will mal bloß kurz gucken. Nee, okay. Die Tür können wir immer noch nicht öffnen. Ich dachte vielleicht mit dem Schlüssel. Habe ich ja später nie wieder ausprobiert. Gut, da haben wir das jetzt auch geschafft und dann können wir jetzt, im Steinschloss weitermachen. Hieß doch Steinschloss, ne? Im Lavaschloss quasi.
Wobei ihr allerdings ja auch geschrieben habt, dass es eigentlich vielleicht jetzt gar nicht so sinnvoll wäre, im Steinschloss weiterzumachen. Aber ich bin ja so einer, dann möchte ich wenigstens das weitermachen, um ehrlich zu sein. Weil ich will jetzt nicht plötzlich ein ganz anderes Gebiet anfangen nochmal. Deswegen auf zum Eisenschloss war es, nicht Steinschloss. Entschuldigt, da war mal wieder ein etwas kleinerer Huster. Aber ihr hört es ja, ich bin auch noch nicht ganz fit. So, und dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt im Eisenschloss erwartet. Für große, böse Typen. Wer bist du denn zum Beispiel schon? Sind dann wohl die Ritter dieses Eisenschlosses, hä? Halten die so einen halten die aber auch nicht aus. Okay. Die Ritter, ihr habt doch schon geschrieben, dass dieses Eisenschloss wohl irgendwann wegen seinem eigenen Gewicht versunken sein soll. Was enorm interessant ist, wenn ich das mal so sagen darf. So, die Tür lässt sich wahrscheinlich noch nicht öffnen, oder? Oh nein, Waffenschmied Dennis, wer bist du denn jetzt? Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, den... Wow, da ist er ja schon. Also ich vermute mal, es ist wieder mal ein NPC. Wow, der hält aber aus, ey. Mist. Es ist Magier, so ein Wichser. Ich hasse Magier ja wie die Pest. What? Wie hat denn der mich so schnell fertig gekriegt? Ich hab doch geblockt. Oh Mann, ich wollte zu sehr auf den Backstep gehen, verdammt. Der hat mich jetzt aber auch überrascht. Ach, die invasieren hier doch deutlich öfter, habe ich das Gefühl. Obwohl, eigentlich gar nicht so viel öfter. So, wisst ihr was? Ich nehme mal ganz kurz ein Menschenbild. Weil jetzt habe ich ja nicht mehr den coolen Ring, der das Ganze ein bisschen besser macht. Achso, und da könnte ich jetzt ein goldenes Phantom beschwören. Ich bin ja in der... ja, in dem Covenant wahrscheinlich deshalb. So, da bin ich mal gespannt, ob der Waffenschmied jetzt gleich nochmal kommt. Diesmal weiß ich, womit ich es zu tun habe. So, erstmal dich hier. Boah, komm, ich will um dich rum. Zack. Und tschüss. So, mein guter Waffenschmied, jetzt nochmal. Kommst du jetzt nochmal, mein Freund? Hier geht's halt... Ah ne, hier ist nur Lava. Okay, ich muss da... Eine Fechterin Sharon. Wo ist die denn jetzt? Ah, da. Boah, sind das viele Invasions hier. Boah, die halten aber aus, ey. Darf ich das mal sagen? Kleinen, schnellen Typen. So. Sogar noch getroffen. Oh. Ey, man kommt dann gar nicht mehr zum Blocken. Das ist übelst Kacke, wenn die einmal drin sind. So, meine Fresse. Och, achso, ich wollte schon sagen, da kommt schon der Nächste. Ein Menschenbild für mich. Das war echt knapp. Wenn die einmal diese Schnellen, wenn die mich einmal drin haben, komme ich auch nicht mehr wirklich zum Blocken, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Das ist halt ein bisschen Kacke, ne? So, ich habe das Gefühl, ich muss da rein zu diesem Feuerding da, ja. So, will noch einer hier invaden? Da kommt erstmal noch so ein Ritter. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da aber auch überhaupt nichts über die NPCs so wirklich lernt, wenn ich mal ehrlich bin, weil man kriegt nur ein Menschenbild. Ansonsten kriegt man von denen rein gar nichts. Ich muss auch sagen, der Backstep verbraucht eine enorme Menge Ausdauer, wenn ich das mal sagen darf. Ist echt krass. Boah. Bogenschütze. Ich glaube nicht, dass ich da einfach hochlaufen kann. Rittergamaschen. Kommt der jetzt rum? Ich weiß nicht, wegen dem Feuer habe ich erstmal keinen großen Bock, da lang zu laufen, um ehrlich zu sein. Kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Oh, wer bist du denn? Kommt der Typ nach? Nö. Na dann, wer bist du denn? Who are you?
Who, me? I'm Magarold. Who else? What? Have a look at my wares. Er kommt doch. Darf ich hier erstmal raus kurz? Ich habe hier gerade ein kleines Problem, mein Freund. So. Jetzt können wir gerne reden. So, was ist ein Räuchern? Kann man die da verstärken oder was, die Zauber? Narrenkappe. Das ist gut. Entschuldigung, nochmal ein kleiner Huster. Heute ist irgendwie noch... Oh, ich kann mir so ein Ding wieder hier kaufen. Hey, eine... Die Masken gibt's auch wieder. Steht da das gleiche eigentlich? Enormes handwerkliches Können. Ja, ich glaube, das ist der gleiche Text wie in Dark Souls 1. So, ich könnte mir grüne Blüten auf jeden Fall mal kaufen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch einfach mal. Wieso kann ich mir nur 5 kaufen? Ach, weil die insgesamt... weil jeder 1300 kostet, ne? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Weil die Dinger kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, dann heilen wir nochmal schnell. Und dann will ich mal ganz kurz was ausprobieren. Jetzt, wo meine Heilung eh schon unten ist. Ich will es einfach mal ausprobieren. Stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her. Wie viel sind denn das? 2. Boah, das geht doch. Das geht doch. Ich weiß nicht, ob es immer 2 sind oder ob es jetzt quasi 2/3 sind. Da bin ich mir jetzt halt nicht sicher, aber es ist ja auch egal. Ja, das... Okay. Die Nachrichten zeigen es dann einem doch schon ab und an, ne? Okay, dann versuche ich mal die Ballista zu schießen. Wozu soll die sonst da stehen? Kann man die drehen? Hä? Feuerpfeil, ja, ist ja ganz nett und so, aber hä? Illusion voraus und dann... Ach, steht da noch was im Weg? Nee, hä? Ach so, und jetzt Geschoss. Steht er wieder auf? Wo ist der denn jetzt? Hä? Ach so, der ist da drunter. So. Wäre der erledigt. Jetzt kriege ich schon einen ganz neuen Gang durch dieses Gebiet, ey. Durch diesen geheimen Eingang. Das ist ja auch krass. Muss ich ja mal sagen. Hier komme ich in den Feuerraum. Okay. Okay, aber was war... Da gab es auch noch einen normalen Gang, oder? Ja, genau da. Das will ich mir natürlich noch holen. Da ist dieser Feuerraum. Oh, noch ein Pharos-Wahrheitsverkünder. Schön. Jetzt finde ich die Dinger ja wie Sand am Meer, hä? So, wie kriege ich dieses Teil abgestellt? Das ist die große Frage. Kriege ich es irgendwie abgestellt? Da vorne ist Nebel, da ist erstmal ein nerviger Bogenschütze. So, pass mal auf, Kumpel. Du willst Bogen schießen? Oh, das war eine dumme Idee. Aber es macht ein bisschen Schaden zumindest. Ich habe die Zeit, mich zu heilen. Mehr oder minder. Jetzt voll ins Knie. Wollte doch sagen, der dürfte mich doch niemals treffen. Verdammt. Schlauer Kunde. Bumm. Und das war's gleich mit dir. Wenn du nochmal rüberkommst. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen in die Lava springe. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Das lasse ich dir, das war nicht schlecht. Wo ist der denn jetzt? Dahinter sind noch welche, Alter. Wie mies, wo ist der denn jetzt? Ach da. Alter, was macht der denn?
Geht mir ja so derbe auf den Sack gerade. Jetzt kommt der Typ da auch noch. Wie die angestiefelt, also so angetapselt kommen. Tipp, 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 tipp. So. Ach, da kommt der nächste angetapselt. Das sieht so lustig aus irgendwie. Sorry, aber es sieht irgendwie lustig aus. So, die müssen wir uns dann auch mal gleich angucken. Ich wollte mich erstmal um den guten Mann da kümmern. So. Dann können wir uns die Sache mal kurz angucken. Haben wir den Helm bekommen? Ach übrigens, wir haben diese komische Grabwächtermaske noch bekommen. Von den Gruftwächtern getragene Maske. Keine erkennbare Wirkung. Dient nur dem Abhalten des Lichts. Die Gruftwächter wachen über die ruhenden Toten und achten darauf, dass ihr Schlaf nicht gestört wird. Ob König oder Bauer, klug oder töricht, reich oder arm. Die Wächter behandeln alle mit derselben Sorgfalt. Boah, was habe ich jetzt von denen bekommen nochmal? Ah, da. Von den Alone-Rittern getragene Stulpen. Der Bund der Alone-Ritter. Alone-Ritter, die dem alten Eisenkönig dienten, war mächtiger als das Eisen des Landes. Doch letztlich gingen die Ritter in den Flammen unter, die das Schloss zerstörten. Na, die Flammen sehe ich gerade auch. Nein, ich wollte die Dinger nicht anlegen. Ich wollte sie mir mal angucken. Steht nochmal das Gleiche. So. Wie weiter jetzt, ist die große Frage. Da vorne kommen noch mehr Bogenschützen, glaube ich. Zumindest habe ich gerade welche gesehen. Also da ist auf jeden Fall noch einer. Komme ich so weit? Da oben ist auch noch einer. Nee, das ist kein Bogenschütze. Wie die tapseln, das sieht so unglaublich witzig aus. Sorry, aber ich finde, das sieht irgendwie lustig aus. Dann komm mal her, Junge. Oh, aufpassen, mein Freund. Okay, pass mal auf, wir gehen mal woanders hin. Wir gehen mal ein bisschen hier zurück. Irgendwie witzig. So, mach mal dich mal normal ausnahmsweise mal. Okay. So, da unten ist ein Schalter. So, komme ich bis zu dir, Freundchen. Da rechts ist, glaube ich, auch noch einer, wenn ich das richtig sehe. Oh, what? Wieso können die blöden Pfeile die Flugbahn ändern? Sorry, aber... Der schießt... Ich habe mich schon gewundert. Der schoss genau in die falsche Richtung. Ist halt noch einer, ich muss aufpassen. Oh, Kacke. So, jetzt. Kommt der noch bis hier natürlich. Warum sollte er auch nicht, ne? Einfach mal ein bisschen schneller laufen, dann klappt das schon. Der hält auch ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl. So, der da drüben noch. Ich glaube, die gehen mir halt sonst ziemlich auf den Sack später. Wenn ich die jetzt nicht mache. Der hat gar keinen... Guck mal, der hat gar keinen Bogen. Ich dachte, das wäre auch noch ein Bogenschütze. Und der kommt gar nicht zu mir, der Gute. Oh, das tut mir jetzt aber leid. So, da ist ein Ofen, wie es aussieht. Come on, Junge. Bleib einfach stehen. Danke. Zack. Oh, jetzt geht er. Oder auch nicht, weil... Keine Ahnung. Hat keinen Bock mehr gehabt. So. Achso, ich wäre auch zu dem Typen auch so gekommen. Okay, ich habe es mir wieder mal schwerer gemacht, als es in Wirklichkeit ist. Moment, ich muss da runter. Um da hochzukommen. Ne, Moment, hier ist noch was. Hier ist noch eine kleine Ecke. Also ich weiß nicht, ob ich das Ding aufmachen sollte, wenn hier überall schon Feuer rauskommt. Ich bin mir da nicht so 100% sicher. Und was hat das jetzt genau gemacht? Also ich glaube nicht, dass man das aufmachen sollte. Bin mir ziemlich sicher.
Okay, der konnte es auf jeden Fall aufmachen. Will ich es riskieren? Scheiß drauf, ich riskiere es. Okay, jetzt kommt da Feuer raus. Man sollte wahrscheinlich bloß nicht reingehen, ne? Ist wahrscheinlich dann die eher dumme Idee, da reinzugehen. Das war knapp. Ich dachte, hier kommt eine Reparaturpulver. Okay. Alles klar. Kommen wir aber ansonsten recht gut durch. Bis auf den einen Tod. Und vor allem diesen einen Tod, den ihr ja nicht auf Band habt. Alter, ich denke mir echt, ich logge mich ein. Also, ich starte das Spiel und auf einmal... Und ich denke mir nur, what? Seriously? So, dann öffnen wir mal. Lebensring plus 1 und ein glitzerndes Titanit. Und Ritterstolpen. Lebensring. Ist ja dann besser als der blaue Siegelring vielleicht. Ein alter Ring mit einem roten Juwel. Er erhöht die maximalen TP. Jeder Ring verfügt über eine andere Kraft. Jetzt bin ich mal kurz interessiert. Jetzt habe ich so... Es ist schwer zu merken, glaube ich. Ja, ich glaube, der erhöht die besser. Nehmen wir den, anstatt den blauen. So, jetzt muss ich also doch in den Ofen, oder was? Ja, Moment. Achso, ich muss... Klar, ich muss einfach runterspringen. Ich guck mal lieber noch, aber ich glaube fast, ich muss irgendwie durch den Ofen kommen. Ja, das wird ja ein Spaß. Da hoch komme ich nicht. Ne, ich muss hier runter. Und dann irgendwie durch den Ofen, oder? Obwohl, Moment, da geht's noch lang. Da kann ich ja auch erstmal gucken, bevor ich irgendwas anderes mache. So, da ist auf jeden Fall noch ein Bogenschütze. Oder normaler? Ne, ist normaler. Tap, 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 tap. Kommt da angetappelt. Tap, 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 tap. Es sieht so witzig aus. Sorry, es ist einfach so witzig. Die Typen sind einfach so lustig. Was dieser Hebel genau gemacht hat, weiß ich übrigens... Ich glaube, ach, kann das sein, dass der die Brücke hier runter gemacht hat? Dass ich jetzt hier langlaufen kann, das kann natürlich sein. Ich habe es halt nicht so ganz mitgekriegt. Oha. Oh nein, oh nicht das schon wieder. Oh nicht ernsthaft das schon wieder. Dark Souls liebt diese Sachen, ne? Na gut, Freunde. Wie machen wir das dann? Wie gehen wir denn diesen Spaß dann an? Blöde Falle. Müssen wir mal gucken. Das Schlimme ist, jetzt wird mich wahrscheinlich erstmal wieder einer invaden. Mal sehen, wieder der Waffenschmied, mit dem habe ich ja noch eine Rechnung offen. Den blöden Waffenschmied und dann nutzt der Zauber, der Wichser. Oh, nicht schlecht, Freundchen. Ach komm. Warum mache ich es eigentlich so kompliziert? Hallo? Will einer kommen? Wenn nicht, gehe ich weiter. Ach, die ganzen Gegner sind ja auch wieder da, ne? Da ist er ja. Hallo. Ich bleib mal hier hinten. Jetzt kommt erstmal der Typ. Das ist das Schwierige. Oh nein, jetzt kriege ich beide. Das ist ja jetzt natürlich richtig widerlich. Das ist jetzt richtig widerlich. Ach, das ist doch jetzt unfair. Einfach nur unfair, Leute. Ich brauche mal Zeit für einen Estus. Danke. Blöder Mistkerl, ey. Ich komme hier nicht raus. Ah, der ist schon ein bisschen widerlicher. So, jetzt aber. Das war dein größter Fehler, Freundchen. So, haben wir uns mit dem auch nochmal angelegt. Perfekt. So, ich hoffe, dann stört er mich jetzt wenigstens nicht mehr allzu sehr. Oh, da war ja auch noch einer, stimmt. Ja, ich habe ein Menschenbild bekommen. Ich fühle mich ganz groß. So,
Entwicklung. Ach, da war noch einer? Der Bogenschütze, der kam bloß diesmal nicht runter, hä? So, ganz kurz den. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann angehen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, die Stelle. Also stinknormal dürfte das ein ziemliches Problem werden. Obwohl, wisst ihr was, ich backstep den einfach, es dürfte fast mehr Schaden machen. Yep, macht es. Wow! Heilige Scheiße, ey. So, jetzt kommt der gute Mann. Der will's wissen. Die können ihre Pfeile so die Richtung wechseln. Das ist irgendwie etwas unfair. Ganz ruhig, Kumpel. So, der ist ja... Au. Oh, da hat er gewartet, der Wichser. Kleine Wichser. So. Bis hier schon mal alles gut. Aber der schwierige Teil kommt erst da drüben. Sehe ich die wenigsten von hier? Kann ich die vielleicht hier schon irgendwie locken? Muss ich mal von der Brücke dann gucken. So, kommt jetzt noch einer angespaziert? Ja, der da. Und dahinter gleich noch einer. Oh, das war ein bisschen kacke. Das wollte ich nicht. Habe ich auch so sehr den Special Move gemacht. Ach Mann. So. Okay. So, Freunde. Freunde. Ach, jetzt kommt der noch. Das ist einfach so geil. Sorry, es ist mir einfach zu lustig. Ich finde das zu lustig. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber ich finde das lustig. So, der sieht der mich. Ne, ich glaube, der hat sich ja auch vorhin nicht um mich gekümmert. Ich könnte natürlich auch da runterspringen. Ist bloß nicht, ob mir das was hilft. So, da sind die beiden Spackos. Da ist der. So, gehen wir das mal mit ein bisschen Taktik an. Da oben ist ein Pharos-Wahrheitsverkünder. Also so ein Ding für den Stein. So, was macht er jetzt, hä? Was macht er jetzt? Ihr kommt ja eh nicht rüber. Ha, ne? Da habe ich die beiden schon mal aus. Dann muss ich noch einen von den blöden Bogenschützen ausnehmen. Mist. Den sollte aber auch treffen. Gehen schon wieder die Pfeile aus, ey. Ich muss wieder nachkaufen. Ich guck mal, ob der gute andere Schmied dann Eisenpfeile hat. Also die etwas stärkeren hier, die ein bisschen mehr kosten, aber das wäre mir auch ganz lieb, weil ich mache auch so nur 150. Ja, ja, bleib doch mal ruhig, Junge. Wobei ich mich um die eigentlich gar nicht hätte kümmern müssen. Es war jetzt eigentlich nur so ein übertrieben, muss ich sagen. Weil eigentlich... Wenn ich mich um die beiden Bogenschützen kümmere, habe ich es eigentlich geschafft, denke ich. So, reichen die Pfeile, ist die Frage. So, das wird jetzt das Schwierigste hier, zu rollen. So. Ach, verdammt. Da ist ja noch einer. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Ah, die brauchen wir mal ein bisschen. Das ist das Gute. Okay, er kann im... Ich dachte gerade, ich muss einmal mindestens sprinten dafür. Okay. Das hätte schon mal geklappt. Jetzt will der was von mir. Ich gehe das Ganze jetzt lieber ein bisschen sehr vorsichtig an, sage ich. Bevor ich wieder irgendeinen Fehler mache. So... So, Kumpel, jetzt du. Na, also. Geht doch.
Geht doch. So soll das aussehen. Freunde, so. Darüber kann man sicher springen, oder? Der ist mal vollkommen von daneben. Yes. Fossiler Drachenknochen. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich damit meinen Bogen mal verstärken. So. Falsche Seite oder was? Ja, okay. Sieht doch ganz gut aus. So, Mimik. Nicht. Zumindest nicht das stinknormale. Okay, aber auch kein solches. Ein Zweihänder. Der Zweihänder. Entschuldigung, da musste ich gleich husten. Beim Zweihänder. Ein gerades Schwert mit sehr langer Klinge, eines von nur wenigen Ultragroßschwertern. Wie der Name bereits andeutet, wird der Zweihänder mit beiden Händen gehalten. Sein Gewicht ist jedoch so enorm, dass selbst für diese Haltung der Klinge viel Stärke vonnöten ist. Weil es gibt ja, im Englischen heißt das ja auch Zweihänder und die wissen immer nicht, wie die benutzen oder wie die aussprechen sollen. Das ist immer lustig. So, was machst du? Okay, jetzt heult er. Was habe ich jetzt gewonnen? Jetzt habe ich hier Wasser. Das war ja mal die Verschwendung pur, oder? Jetzt habe ich hier Wasser. Wofür? Falls ich brenne oder was? Oh, Moment. Nein, ich muss ja hier oben bleiben und von da runter. So, dann gucken wir mal noch hinter die Fog Wall. Vielleicht kommt da ja schon der erste Boss. Maybe. Ich da hinkomme. Na, obwohl, mit einem gewagten Sprung könnte das klappen, ne? Wir haben hier noch so viel theoretisch zu erforschen. Da kann ich wahrscheinlich die Brücke wieder andersrum machen. Ich gucke erstmal jetzt hinter die Fog Wall. Und dann sehen wir weiter. Schmelzerdämon. Hallo. Oha. Der macht Schaden. Jedes Mal ein bisschen kuscheln vielleicht. Was kommt jetzt? Was ist das jetzt? Phase 2? Sicher, sicher. Okay, der Angriff ist in Ordnung. Oh, jetzt brenne ich oder was? Nicht mein Cape up anfackeln, du Wichser. Ah, das war zu früh, scheiße. Ja, ich brenne, wenn ich zu nahe komme. So eine Kacke. Oh, dieser verzögerte Angriff, ey. Der ist richtig widerlich. Ich denke mal, er macht ihn schon und dabei macht er ihn noch gar nicht. Ach, der steckt sich das Schwert in den Bauch. Oh, wenig Schaden. Ach, jetzt brennt auch noch dein Schwert. Na geil. Das war richtig doof. Das war der falsche Zeitpunkt. Wow, okay. Mit dem Angriff hatte ich nicht gerechnet. Okay, der ist ein bisschen fieser. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Das einzig Nervige ist, da liegen 25.000 Seelen jetzt, ne? Na gut. Aber ich würde sagen, wie wir den nochmal probieren, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin. Ciao.